So, hallo und herzlich willkommen zu Alice Madness Returns. Wir sind natürlich auf der Kartenbrücke wie letztes Mal. Wir haben nämlich die Raupe gefunden und die Raupe hat uns erzählt, wir sollen mit einer Person reden, die wir mal sehr mochten. Und zwar der Herzkönigin. Also der Roten. Und ja, da gibt es jetzt die verschiedensten und lustigsten Deutungen zu, was die Rote Königin so bedeuten kann. Einige behaupten, es wäre Alice' Schwester, andere auch Dinge. Alice' Ängste zum Beispiel wurde mal gesagt, oder einfach ihre impulsive Art. Und wer Teil 1 gespielt hat, da wurde. Behauptet, ich hätte sein Herz gestohlen, mit seinen Gefühlen gespielt. Gruseliger Spinner, fasst er mich an. Hab Papa gesagt, er soll ihn nie wieder einladen. Einige nach Teil 1 behaupten auch, dass es eindeutig die Ängste sein müssen oder die Wahnvorstellung. Nein. Also, was wir eben gesehen haben, war Lizzie, die scheinbar von irgendjemandem irgendwie angefasst wurde, was sie nicht wollte. Dass der die Person dann nicht nochmal zu denen nach Hause eingeladen wird, ist, glaube ich, verständlich. Normale, gesunde Reaktion, würde ich sagen. Also da muss ich nicht viel zu sagen, ne? Ist halt so. Gut, zurück zum anderen Thema. Alice und ihre rote Königin. Ich sagte ja letzte Folge schon, dass ich eher der Meinung bin, das wäre ihr Unterbewusstsein als Angst oder sonst irgendwas. Es liegt einfach daran, dass das Unterbewusstsein schon so einen gewissen Kontrollfaktor hat. Also, ich habe mich falsch bewegt, egal. Also, das Unterbewusstsein wird erstmal von den meisten als inneres Kind definiert. Das heißt, es ist impulsiv, hört nicht zu, also nicht lange. Und mag keine Negativums. Also, wenn man jetzt sagt, es hört nicht zu, versteht es nur, es hört zu. So, und naja, die rote Königin ist auch ziemlich impulsiv. Wenn ihr irgendwas nicht passt, dann ist gleich Rage Mode. Habt ihr ja mitbekommen, sicher im Film. Also wenn sie etwas haben will, dann hat das auch sofort bei ihr zu sein. Um die kindliche Seite zu erklären. Und ja. Das passt von daher. Und wenn wir jetzt zu dem Machtgefüge kommen, natürlich hat Alice eine gewisse Selbstkontrolle. Aber wunderbare Beispiele, um die Macht des Unterbewusstseins zu demonstrieren, sind immer so Raucher und Abnehmer. Ne, also einem Raucher fehlt es nicht unbedingt an Selbstdisziplin. Natürlich ist es in einigen Fällen so. Aber in vielen Fällen ist das Rauchen nicht aus Bock entstanden, sondern eine Reaktion auf etwas Fehlendes. Jetzt kommt eine Erinnerung. Licht? Licht ist nutzlos, wenn das, was es beleuchtet, Schmerz und Leid verursacht. Besser man versenkt solche Dinge in den dunklen Tiefen der Lethe, dem Fluss des Vergessens. Ja, nee, danke. Also, ne, er hat sich da ganz wunderbare Vergessensphilosophien aufgebaut. Muss ich nicht haben.
Schmerz und Leid einfach nur zu vergessen und nach Möglichkeit nicht drüber nachzudenken. Da lernt man dann ja nichts aus Fehlern, beziehungsweise hat umsonst gelitten. Muss man ja einfach so sagen. So. Ja, also, ein Raucher, der aufhören möchte, der kann das wollen, so viel er will. Wenn dagegen spricht, dass sein Unterbewusstsein sagt, ja, ich brauche aber Zigaretten, um, ne, irgendwas auszugleichen, dann wird das mit dem Aufhören schon schwer. Viele nutzen das ja zum Stressabbau oder Wutkompensation oder sonst was. Und da ist dann halt die Frage, wieso sammelt sich in einem Wesen eine gewisse Menge Wut an, die dann über die normale Wuttoleranzgrenze hinausgeht. Also, oder woher kommt die verringerte Belastbarkeit, dass ein Raucher in teilweise echt harmlosen Stresssituationen zum Rauchen greift. Das heißt ja nicht, dass jeder das tut, aber einige sind halt wirklich so drauf. Und da ist halt eine einfache Erklärung, weil das Unterbewusstsein bei den Zigaretten ein lustiges Spielzeug für sich gefunden hat. Ja, durch verschiedene biochemische Prozesse ist es halt immer noch ein Suchtmittel und führt dazu, dass man sich besser fühlt, und das will das Unterbewusstsein haben. Es will sich besser fühlen. Und ähnliche Macht kann man hier auch der Roten Königin zudeuten, weil Alice einfach nicht, ja, nicht weg kann. Ja. Also, alle Wege führen zu ihr, ist immer schon mal so ein gutes Zeichen. Sie hat als Abzeichen das Herz. Wozu habe ich das Bein überhaupt gelegt? Brauche ich gar nicht. Also, Rot ist ja sowieso schon eine relativ kräftige Farbe. Wird in der Physiologie oder in der Farblehre als aggressive, mächtige und angstverursachende Farbe gedeutet. Von daher ist Rot schon mal eine ziemlich kräftige Farbe. Der Satz aus dem Disney-Film, auch sicher in den Originalfilmen so oder so ähnlich vorkam, alle Wege gehören mir, ist auch für mich ein Punkt, wo man sagen kann, ja klar, Unterbewusstsein. Weil ohne das tut man halt nichts. Ja, also, alle Entscheidungen werden mehr oder weniger mit dem Unterbewusstsein getroffen. Dass man etwas macht, wo das Unterbewusstsein völlig gegen ist, ist absolut unwahrscheinlich. Ui, oh. War gar nicht nötig. Ja, und ja, dass es dann im Wunderland derart freidreht mit Kopf ab und allem, ja gut, das passiert halt. Also, wer Macht über Tag-Nacht-Rhythmus und Schlafverhalten und allerlei Wünsche hat, der kann dann auch einfach Erinnerungsstücke oder Fantasiestücke verbiegen, wie er will. Von daher ist das für mich eigentlich eine relativ klare Sache. Natürlich haben auch die anderen Theorien so ihre Daseinsberechtigung. Also, es ist wie bei jeder Interpretation, man kann da sich so weit aus dem Fenster lehnen, wie man möchte. Man findet in jedem Text oder jeder Bild Möglichkeiten, Sachen zu interpretieren, wie man Bock hat.
meine, hier links wäre besser gewesen. Ja, war besser. Gib mal Stopp, Alice. Ich werde versuchen, kurz vor Ende nochmal runter zu ditchen, einen anderen Weg zu nehmen. Es gibt hier jetzt... Oh, verdammt, ich habe schon wieder geschaut. So. Passt. Ja, man kann aus jedem Text rauslesen, wo man Bock zu hat. Wir hatten letztens in einem Biodidaktik-Seminar den Text über die menschliche Fortpflanzung, wo es einfach nur darum ging, wie eine Eizelle befruchtet wird. Und da konnte man mit ein ganz paar einfachen Deutungen den gesamten Text als frauenfeindlich darstellen. Obwohl es einfach nur wissenschaftlich relativ genauer, leicht metaphorischer Text war. Also es wurden halt ein paar Metaphern eingesetzt, um Leuten, die sich das vielleicht nicht vorstellen können, wie das abläuft, erklären, ja, komm, die schwimmen da halt lang. Und schon das Wort Schwimmen implizierte dann, dass im Meer geschwommen wird. Schiffchen und so weiter. Sie hat ein schickes neues Kleid. Gekommen, um dein Werk zu bewundern, kehrst an den Ort des Verbrechens zurück. Es musste sein, Katze, du hast es selbst gesagt. Du und die Rote Königin, ihr könnt nicht beide überleben. Sie ist ein Krebsgeschwür in deinem Körper. Töte sie oder geh unter. Ja, sie war das Gesicht des Bösen im Herzen der Finsternis. Sie war letztes Mal nicht nett zu dir. Hast doch deinen Kopf verloren. Sie war völlig verstört. Du hast ihre Krone an dich genommen. Aber jetzt hast du sie abgesetzt. Du musst mit ihr sprechen, mit dem, was von ihr übrig ist. Ja. Denk Fabian an. Letztes Mal auch schon versucht. Man muss wieder einsehen, dass es nicht geht. Man kann die Viecher nicht abschießen. So fies es auch ist. So, ohne Zielkreuz. Schön. Sieht gut aus. Du bist hier nicht erwischt. Was Alice da eben der Katze angedichtet hat, war so. Die Katze hat ihr den Tipp gegeben. Krebsgeschwür im Körper und so weiter und so weiter. Was auch für mich eine Anspielung aufs Unterbewusstsein sein kann. Natürlich nicht muss. Unterbewusstsein ist meistens nicht krankhaft, wird aber auch gegen etwas, für etwas gehalten, das in einem ist. Also jeder hat sein eigenes Unterbewusstsein. Kann man nicht viel machen, ist so. Zumindest geht man davon aus. Und ja, man kann schwer dagegen kämpfen. Schwer ist gar nicht. Nur dass es halt in ihrem Fall dann eine gewisse Kollision, ja doch, Kollision ist. Gab, weil das Unterbewusstsein etwas verdrängen wollte oder sich mit einem Thema nicht beschäftigen wollte, womit sich die kleine Alice aber richtig beschäftigen musste. Mit dem Tod ihrer Familie. In dem Fall kann es doch schon zu heftigen Kämpfen kommen. Plan gefunden. Hä? Streamer aktiv? Schade. Egal. Muss ich jetzt nochmal nach hinten? Ja. Ja, alles nochmal. Aber ich gehe da. Jetzt gehe ich da runter. Hey! Och Leute, nicht lustig. Ich bin doch nicht
Noch voll durch den Stream durchgefallen. Ah, nerv. Ja. Gut, ich hole mir jetzt nur die Flasche und lass die Zähne da. Ist alles richtig? Passt schon. Kann es sein, dass ich gerade immer mehr Zähne bekomme? Wir haben einen Bug gefunden, mit dem man unendlich Zähne farmen kann. Schade, dass dieser Bug genauso unschön wie nutzlos ist. So, wo waren wir gerade? Ach ja. Ja, also. Ja, die Bedeutung von Krebs ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Also. Und. Prinzipiell bin ich durchaus für die Monarchie. Sicher ist die Königin sehr gut in dem, was sie tut, was immer das ist. Aber ist sie nicht auch ein Individuum, so wie wir? Ja. Also, die Königin jetzt mit Krebs zu vergleichen, ja, rechtfertigt zumindest den Kampf gegen sie. Aber sie dann noch als was anderes außer Angst zu bezeichnen, ist schwer. Da kommen wir wieder zu einem Rätselchen. Luz, ich kenne doch deine ausgeprägte Rätselleidenschaft. Was kommt als nächstes in der Folge 1, 3, 4, 7, 11? Plus 2, plus 1, plus 3, plus 4. Hä? Ach so, ja. Diese Reihe. 18. Also wir haben die 1, da müsste eigentlich eine 1 kommen. Und dann die 3, dann die 5, aber egal. Wir rechnen halt immer die erste plus die zweite Zahl, die zweite plus die dritte plus die vierte. Ne? Richtig. Schade. Er hat eigentlich noch sein korrekt. Also ein geschnurrtes korrekt. Lade! Dieses Kleidchen, muss ich ehrlich sagen, finde ich eines der uninteressantesten. Ich weiß nicht wieso, aber mir gibt das Kleid nicht so viel. Gut. Genau, wir wollten ja noch den Disney-Aspekt der Herzen beleuchten. Nicht nur das. Ja. Herz eine rote Karte ist. Es hat sogar noch den. Zweite Bedeutung des physikalischen Herzens. Deswegen sind auch nicht nur Herzkartenteile rum. Also sie herrscht ja hier scheinbar über alle Karten, wie man gerade wunderbar sieht. Also wir haben Leute mit Loch im Bauch in allen Mustern. Die stört. Wie soll das denn hier so machen? Das Herz ist ja auch noch ein elementarer Bestandteil des Körpers, also es ist mehr so, auf eine Niere kann man notfalls verzichten. Ja. Milz und Leber, ja gut, Blutmauserung kann man ein paar Tage ohne leben. Aber ohne Herz ist echt schlecht.
Ja, das wird mit dem Gehirn zusammen als wichtigstes Organ im Körper gerechnet. Aus gutem Grund natürlich. Ja. Solche Ratings macht man ja nicht einfach aus Bock. Und dass sie ausgerechnet das Herz, was dann auch noch in anderen Bereichen für Liebe und so weiter steht, verkörpert, ist schon für mich eine klare Sache, dass es ein extrem wichtiger Bestandteil ihrer Psyche sein muss. Und da fällt mir eigentlich, außer ihrem Ich, was sie ja selber ist, eigentlich einzig und allein ihr Unterbewusstsein ein. Nee, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, die Traumphasen sind auch ein wichtiger Bestandteil und haben extreme Aufgaben in der Informationsverarbeitung, hier und da, hin und her, pipapo, aber wenn wir sagen, Alice ist das Gehirn und ja, das Ich steht also für das Gehirn, weswegen die Rote Königin im Rage-Mode auch immer den Kopf abmacht, dann bleibt eigentlich nur noch das Herz für die Rote Königin als Unterbewusstsein. Und das, ganz ehrlich, ist für mich jetzt eine ziemlich eindeutige Sache und einer der Gründe, warum ich die ganze Theorie überhaupt aufstelle. Ja, also da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch was anderes einfällt, was zumindest mit genau denselben Argumenten oder mehr eine andere Theorie belegt, aber ich finde es doch sehr einleuchtend. Das Rote Königreich liegt in Trümmern, aber du bist auch nicht gut dran. Als du sie besiegt hast, versuchte ich das Schloss wieder zu erlangen, aber ihre Ungetüme griffen mich an. Die heimtückische Hure herrscht noch immer. Ich habe eine Bitte an sie. Ich muss unbedingt hinein. Der einzige Weg hinein führt durch mich. Dazu muss man Opfer bringen. Wer das sagt, meint meist, dass die anderen Opfer bringen müssen. Zynismus ist eine Krankheit, aber heilbar. Nimm dich drinnen in Acht vor dem kolossalen Killer, der dort patrouilliert. Greife ihn nicht an. Er ist unbesiegbar. Nun, schneide mich los. Ich zeige dir, was ein Opfer ist. Ja, das machen wir aber erst im nächsten Part. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.